Gott, oh mein Gott. Ja, es tut mir leid für den kleinen Gefühlsausbruch, aber wir haben jetzt den 20.11.2015 und zwar 0 Uhr 5. Und das heißt, wir sehen es im Hintergrund schon. Der neue Gang ist da von der Forscherliga in Hearthstone natürlich, wo auch sonst. The Dailies sind real. Ja, ich habe ein bisschen viel Heroes of the Storm gespielt. Ihr wisstet ja, mit der ganzen Shogal-Sache und so. Oh mein Gott, aber darum geht es jetzt nicht in dieser Episode und auch nicht in den nächsten, denn wir sind jetzt in Hearthstone und ich freue mich so drauf, dass der neue Flügel da ist. Und ich war ja vor einer Woche ziemlich geknickt, dass man nicht alles durchspielen konnte, aber das kennen wir ja so, ne? Und jetzt möchte ich auch nicht lange labern, jetzt sind wir ja da. Ich bin so gespannt. Forscherkollege. Ich bin Bran Bronzebart, der Gründer der Forscherliga. Ich habe einen Hinweis darauf gefunden, dass sich das Kopfstück des Stabes hier in Uldaman befindet. Okay. Wollen wir uns schon spoilern lassen, was es gibt? Oh mein Gott, okay. Uldaman ist von Trox überrannt. Wir werden uns durch sie hindurchkämpfen müssen, um das Kopfstück zu erreichen. Okay, das ist unser erster Gegner. Anscheinend. Also der erste in diesem, ne? Ihr wisst schon, wie ich da meine, in diesem Wing. Trokassendiener. Passive Heldenfähigkeit. Diener kosten für euren Gegner zwei mehr. Fähigkeiten wechseln zu Beginn eures Zuges. Fähigkeit wechseln zu Beginn eures Zuges. Okay. Also ich sag mal so. Wer meine anderen Videos gesehen hat von der Forscherliga, der weiß, dass ich jeden Boss bisher mit meinem Mildruiden geschlagen habe. Und deshalb gibt's meinen Mildruiden. Erstmal blind, ne? Erstmal gucken, was so passiert. Ups. Irgendwie hatte ich gerade ein bisschen Standbild. Malfurion gegen Skarbasch. Uldaman nur für Trox. Ich muss die Wildnis schützen. Ah, sehr geil, ich freue mich so. Als ich das letzte Mal hier war, war Skarvash noch ein winziger Trock. Nun ist er größer, dümmer und hässlicher. Trock nicht dumm. Trock machen dich dumm. Okay. Ja, er hat hier, wie gesagt, die passive Heldenfähigkeit. Okay. Können wir nichts machen. Ah, okay, was kommt jetzt? Zauberkosten für einen Gegner zwei mehr. Oh! Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ja bitter. Was macht der jedes Mal? Hat er mit Überladung ausspielt, einen Angriff pro. Puh. Nee, oder? Ich will den doch milden. War jetzt schon verlockt, den einfach auszuspielen, damit ich das wegtraden kann. Aber ich bleib mal dabei, dass ich jetzt ein Mill-Deck spiele, Leute, ne? Vergesst das bitte nicht. Oh, vielleicht kann ich da auch eine Challenge draus machen, und dann ein Mill-Deck zu schaffen. Nee, Quatsch. Bloß nicht, ne? Lass mal einfach so. Aha. Faszinierend. Diese Mithril-Runen enthalten einen Wächtercode. Sie müssen aus der Zeit der Titanen stammen. Bleib bei der Sache, Bran.
Oh, cool. Nice, nice. Wie auch immer. Machen wir es mal einfach so. Ich wenigstens was vom Brett liegen, ne? Wartet. Wartet nicht auf mich. Feuert ihr Strohköpfe. Soll ich echt? Ja, komm. Wenn ich jetzt wandern. Spürt den Zorn der Natur. Ja, ich würde jetzt natürlich gerne mal einen Murloc. Droxor. Viele Trolls, ne? Hör mal, ist nicht nett, was hier passiert. Boah, 6 Mana für einen Prankenhieb. Das wäre doof, ne? Irgendwie. Spürt den Zorn der Natur. Kann er nicht platt machen. Ich glaube, dann mache ich das mal so. So und so. Ne? Okay. Oh. Oh. Der uralte Fluch. Okay, lass mal überlegen. Wir haben 7 Mana. 4, 5, 6. Würde schon mal gehen. Pranken die Butz, bumm. Ich möchte die ganz gern behalten, ne? Oder ich mache hier 5. Anregen und Prankenhieb. Soll ich echt so auf den Putz hauen? Ja, komm. Bumm. Vielleicht war es übertrieben. Vielleicht war es auch ein Riesenfehler. 18, 20. Ah, ich glaube, Mildruide war keine gute Idee gegen den. Aber gucken wir mal. Ne? Noch ist ja nicht alle Tage Feierabend. Oh, wenn das jetzt eine Sprengfalle ist, wäre böse, ne? Was? Fügt einem zufälligen Fall 5 Schaden zu, wenn ein Gegner seine Heldenfähigkeit einsetzt? Okay. Ja, damit kann ich schon leben, ne? Soll ich mir den auf die Hand zurückholen? Puh. Ich mach's einfach mal. Ah, cool ist das nicht. Nee, nee. Setzt den Angriff und das Leben eines Dieners auf 3. Ich könnte den zweiten Prankenhieb einsetzen. Und die Heldenfähigkeit. Ah, aber wenn das jetzt das... Okay. Dann ist das wahrscheinlich hier wieder Heldenfähigkeit, bla. Ja. Zum Glück habe ich mit dem Vorhang angegriffen. Ja, Moment, ich muss erst so machen, sonst kriege ich zu viel Schaden rein. So und so. So, 16 hat er noch im Stapel. Wir haben noch 18. Er hat nur noch 2 auf der Hand. Eine auf der Hand, eine auf dem Feld. So, und die können wir jetzt loggerfloggig hier kaputt machen. Alles gut. Dann hauen wir die noch raus.
Eine hat er auf der Hand. Was wird das sein? Oh, komm. Echt jetzt? Nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Die opfern. Nee, das möchte ich nicht. So. Oha. Langsam wird es doch ein bisschen gefährlich, wa? Oh, tanzende Schwerter, das ist, ja, an sich im Sinne des Milz ganz gut. Aber was mache ich jetzt? Ich meine, ich könnte ihn wegtraden. Aber macht das Sinn? Ich glaube nicht. Dann mache ich es doch lieber so. Kurz überlegt, mir den Spot zurück auf die Hand zu holen und den dann nochmal auszuspielen, damit er Gottesschild hat und er mit beiden Dudes angreifen muss, aber ist ja auch Quatsch, ne? Denn wenn er, so, zack, zack, Heldenfähigkeit, zack, das hier, bumm, dann zieht er aber Karten und ich habe nichts auf dem Brett. Ja, aber habe ich jetzt eine andere Wahl? Ich ziehe halt leider meine Murlocs nicht, mein Tiefenlicht-Orakel. Nur noch 14 Karten im Deck und zweimal habe ich es drin. Da muss ja eigentlich, und ich habe ja auch noch diesen, ne, hier, die Olle, wo auch jeder Mitspieler eine Karte zieht. Ja, komm. Bla, 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 bla. Sorry, sorry. Ich meine, ich könnte auch Face gehen einfach, ne? Eigentlich könnte ich auch festgehen. Soll er traden, ne? Warum soll ich traden? Acht Karten haben wir im Deck. Komm, gib mir. Ja, endlich, Junge. Hör mal, wo warst du so lange? Ich hab dich vermisst. So, alles klar. Ja, kein Problem. Tint mit mir. Gar kein Problem, Guys. Upsala. Schade, schade. Ah, nee. Dann auch richtig. Da sind noch mehr von denen. Hier entlang, schnell ab in die Lore. Sehr geil, wir haben den Tunneltrog als Belohnung bekommen. Ein Mana, ein Angriff, drei. Das ist 1-3, ist schon krass, ne? Er hält jedes Mal, wenn eine Karte mit Überladung ausgespielt wird, ein Angriff pro gesperrten Mana-Kristall. Ist richtig krass. Richtig krass. Also ich habe so das Gefühl, Blizzard möchte, dass der Schamane aufhört, Totem-Schamane zu spielen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine sehr starke Karte. Und dann haben wir den Astralen Beschwörer. 5 Mana, 6, 3. Kampfschrei entdeckt einen Zauber. Ich glaube, das kann auch sehr krass sein. Ich meine, 6-3 für 5 Mana ist eigentlich nicht berauschend, aber entdeckt einen Zauber ist schon krass, weil man kriegt einfach einen Zauber for free. Zusätzlich. Man muss halt die 5 Mana ausgeben, aber letztendlich bekommt. Ist das. Boah. Ist halt der hier entweder umsonst oder man kriegt den Zauber umsonst. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall, ich finde die Karte ist schon ein Versuch wert. Insbesondere, weil man die ja eventuell, je nachdem, was man da für Zauber entdecken kann, sich sogar lohnt, mit dem jungen Braumeister vielleicht wieder auf die Hand zu holen. Keine Ahnung. Aber das kann man auf jeden Fall ein bisschen mit rum experimentieren. Oder mit der neuen Karte, dass ein Kampfschrei doppelt wirkt. Das wäre, glaube ich, auch krass. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt der erste Boss dieses Flügels natürlich. Der erste Boss, der vierte insgesamt, der Häuptling, ne?
Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.